Heute habe ich mir 8 Düfte eingepackt, bei denen du eine extrem hohe Qualität erwarten kannst, die für das Geld, was sie kosten, extrem gut riechen. Und damit erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und dann haben wir eine sehr große Preisspanne von, ich sag mal, 10 Euro bis hin zu, ich glaube, so 70, 80 Euro. Sehr, sehr viel zwischendrin dabei und wo ich wirklich sagen kann, das sind Düfte, die sind extrem gut. Extrem wird heute extrem oft vorkommen. Nein, das sind einfach Düfte, die sind sehr gut. Die haben eine sehr gute Preis-Leistung. Die lohnen sich einfach für das, was sie kosten. Und die sind in dem, ich sag mal, in der Kategorie, in der sie kosten, in dem Preisspektrum, ihr seht schon, das sind auch eher, ich sag mal, gut leistbare Düfte. Das heißt, wie gesagt, eben bis 80 Euro etwa. Auch Düfte, bei denen ich sagen kann, die kann man wirklich gut kaufen. Nicht blind, ne? Da Achtung. Aber auf jeden Fall, falls die das erfüllen, was ihr sucht, sind das Düfte, die ziemlich gut in der Preis-Leistung abschneiden. Und den ersten Duft, den ich heute vorstellen möchte, das ist der Guerlain Homme Eau de Parfum. Jetzt musste ich mich tatsächlich ein bisschen schwer tun, eben nicht ideal zu sagen, denn normalerweise stelle ich ja nur diese Idealdüfte vor, weil das in meinen Augen ganz, ganz tolle Preis-Leistungssieger sind. Heute aber tatsächlich mal eben den Homme Eau de Parfum. Das ist eine Parfumprobe, die hat mir mein Zuschauer Stefan zugeschickt. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Und das ist ein Duft, der ist auch etwa so im Preisspektrum 70 Euro. Ne? Das ist der teuerste Duft auf der Liste. Der extrem gut riecht und ich sag mal in der Kategorie, in der er spielt, extrem ausreißt. Ne? Also wir haben hier einen Duft, der auf jeden Fall eher eine ältere Zielgruppe anvisiert. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das ist jung und agil, aber es ist sehr elegant, es ist sehr hochwertig, es ist auf jeden Fall, ich sag mal, blau, aquatisch irgendwo, es ist aber nicht ambroxanisch und es ist auch nicht so aquatisch wie zum Beispiel so ein Cool Water. Es hängt da irgendwo ziemlich gut dazwischen und es ist einfach auch von der Qualität, die du hier bekommst, ne, es ist genau typisch. Du bekommst hier einen ziemlich guten Duft und ich glaube, alle, die ihn mal aufsprühen werden, werden sofort sehen, okay, das ist ziemlich fein, das ist extrem gute Parfümerie und Guerlain ist ja sowieso, was Preis-Leistung angeht, immer ziemlich gut. Für diejenigen, die eben einen älteren, alltagstauglichen Duft suchen, ist das einfach wirklich eine tolle Empfehlung. Und das ist der nächste ebenfalls, das ist nämlich der Jaipur Homme von Boucheron. Und das ist ein Duft, den habe ich vor kurzem auch erst entdecken können. Ich habe ihn schon ein, zwei Mal vorgestellt mit den Worten, es ist ein erwachsener Gourmand-Duft. Ist es nicht ganz, ne? Es ist jetzt kein typischer Gourmand-Duft, da wurde ich auch schon darauf hingewiesen, ist es nicht, ne? Vollkommen richtig. Es ist ein zimtig, würziger Duft, der, ich sag mal, so einen Brückenschlag zwischen Orientalik und zwischen Roger-Düften wagt. Es ist auf jeden Fall eher auf einer synthetischen Seite, also es ist jetzt nicht so wie so ein typischer Roger-Duft, sehr natürlich, sehr puderig, sehr weich, sehr hochwertig einfach, sondern es hat auf jeden Fall schon nochmal so einen gewissen Synthetikschleier mit drauf. Aber man darf nicht vergessen, der Duft kostet etwa nur 30, 40 Euro. Und dafür bekommst du hier einfach wirklich einen orientalischen Duft par excellence. Und wie gesagt, wir sind hier eigentlich in den 90ern verhaftet. Das heißt, wir haben hier einen alten Duft, der auch noch tragbar ist, wie gesagt. Auch jetzt nicht, wenn man 15 ist, vielleicht auch nicht, wenn man 20 ist, aber gerade so, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht auch sich ein bisschen älter fühlt, mag ja auch, ich sag mal, übereinstimmen, dann ist es auf jeden Fall ein Duft, den ich empfehlen kann. Und der, ich würde jetzt für den Alltag nicht unbedingt empfehlenswert ist, weil er schon vielleicht ein bisschen zu würzig ist, ein bisschen zu viel passiert, aber gerade auch fürs Ausgehen, für Abend, ich sag mal, wenn du irgendwo unterwegs bist, auch eine ganz tolle Empfehlung ist. Tolle Empfehlung, das ist auch der nächste Duft. Das ist nämlich der Reflesso Blue Vibe von Trussardi. Das ist auch ein Duft, den habe ich ebenfalls von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Ihr seht schon heute sehr viele neue Sachen auf meinem Kanal. Der hat mich auch tatsächlich sehr überrascht, denn der kostet auch nur so um die 35 Euro. Das ist auch ein ganz toller blauer Duft, sehr unkompliziert. Ich will nicht sagen, er schlägt so ein bisschen in die Kerbe wie mein geliebter La Vendôme Sport. Er riecht nicht gleich, wirklich nicht, aber er tut so ein bisschen dasselbe. Das heißt, so ein blauer, aquatischer Duft, hat ein paar Facetten mit drin, ist ganz spannend. Es ist jetzt nicht die neue DNA, wo du sagen wirst, das hat den Parfummarkt irgendwie neu erfunden. Aber ich glaube gerade auch, wenn du eben, ich sag mal, so ein Dior Sauvage, La Vendôme Sport, Acqua di Gio, so Alltags, ne, diese Alltagsregion suchst und eben was, was relativ günstig ist, was aber trotzdem eine eigene DNA hat, nicht abgekupfert ist und trotzdem eben gut riecht und da in diese Kerbe reinschlägt, ist es in meinen Augen wirklich ein Duft, bei dem ich auch wirklich sagen kann, Thema des Videos heute, hohe Qualität fürs Geld, du bekommst hier wirklich was für deine 40 Euro roundabout etwa. Der nächste ebenfalls, Wanted by Night, ist mein absoluter Lieblingsausgehduft. Ich habe ihn tatsächlich gerade ausgeliehen, deswegen kann ich ihn jetzt nicht in die Kamera halten. Zoom seht ihr natürlich trotzdem. Ich liebe diesen Duft. Du bekommst hier eine unfassbar hohe Qualität, eine unfassbar hohe Haltbarkeit. Ich kann hier einfach nur in Extremen, in unfassbar und maximal und hyper und super. Ich liebe dieses Ding einfach. Ich weiß gerade den Preis nicht. Ich weiß, ich habe immer gesagt 50 Euro. Ich glaube, er ist ein bisschen teurer geworden. Ich hoffe jetzt nicht wegen mir. Ich kann diesen aber einfach nur blind an jeden empfehlen. Mandarine, fruchtig, orange, hat
einen super warmen Charakter, es passiert super viel und es ist einer der wenigen Düfte, die, obwohl sie schon eher synthetisch sind, nicht diesen typischen Synthetik-Matsch-Schleier irgendwie dabei haben. Es ist ein schön dichter, schön, ich sag mal, fetter, breiter Duft einfach, bei dem viel passiert und der einfach super hochwertig ist. Würde genau diese DNA jetzt eigentlich aus dem Haus kommen mit, ich sag mal, schöneren Flakons, mit einem schöneren Namen, dann könnte ich mir davor auch noch eine 1 oder eine 2 vorstellen. Das ist wirklich gar kein Problem bei dem Duft. Wird sich auch gut verkaufen, bin ich mir vollkommen sicher. Und deswegen auch wirklich eine Empfehlung hier, du bekommst für deine 50, 60 Euro bei diesem Duft einen unfassbar guten Ausgehduft. Hier auch wieder eher für eine jüngere Demografie, das heißt, wenn du so alt wie ich bist, vielleicht ein bisschen jünger, dann ist es auf jeden Fall eine blinde Empfehlung für mich. Ich liebe den ebenfalls. Und mein vierter Platz ist auch ein sehr außergewöhnlicher Duft, das ist nämlich der Nui Dissei von Issey Miyake. Ich habe den damals für etwa 30 Euro bekommen. Ich glaube, er ist mittlerweile ein bisschen teurer geworden, leider muss man tatsächlich sagen, denn dieser Duft ist wirklich außergewöhnlich in allem, was er sein kann. Rauchig, dunkel, aquatisch, grün und halt sehr verrucht. Ne? Ich habe das damals so ein bisschen so beschrieben, du bist irgendwie in Hollywood auf so einer Dachterrasse, dir fegen irgendwie so ganz viele Zigaretten, Rauch, Nebel entgegen, daneben eben dieser Pool, so ein bisschen was Frisches, so ein bisschen dieser Stadtnebel, so ein bisschen Stadtsmog, sage ich mal. Und das alles so in den Duft zusammen. Und es klingt jetzt vielleicht schon so ein bisschen komisch und Stadtsmog und Zigarettenrauch und Aquatik. Der Duft ist aber wirklich gut gelungen. Ist jetzt nicht für jeden was, das gebe ich zu, auf jeden Fall. Aber ist richtig unangenehm, es ist einfach nur markant, rauchig, maskulin, dunkel und böse. Und ich glaube auch, wenn du so, er ist jetzt nicht ledrig, sage ich mal, aber wenn du sowas wie Ombre Nomade oder sowas magst, ist es auf jeden Fall was in diese Kerbe reinsteckt. Er riecht nicht so, er arbeitet nicht mit Oud und auch nicht mit Leder, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, passt auf jeden Fall in diese dunkle Kerbe mit rein und ist für all diejenigen eine Empfehlung, die, ich sag mal, eben genau sowas suchen, so einen alltagstauglichen, rauchigen, sehr auffallend, Duft auf jeden Fall sehr auffallend, der auch in einem Preissegment spielt, den man sich auch durchaus mal leisten kann und falls er einem gefällt, dementsprechend auch nachkaufen kann. Bei meinem dritten Platz ist was ganz Spannendes passiert, das ist nämlich der Armani Code 2023 und das ist ein Designer-Release, das ich wirklich, wirklich gut finde. Also ich meine nicht nur gut, sondern wirklich, wirklich gut. Und ihr wisst, die meisten Düfte, die ich reinbekomme, die teste ich, die finde ich auch vielleicht gut, aber die landen eigentlich quasi im Regal und dann bleiben sie da auch stehen. Das ist bei dem Armani Code 2023 ein bisschen anders, denn den habe ich unfassbar viel getragen. Ich glaube, allein letzte Woche irgendwie zweimal, dreimal oder sowas. Denn er ist einfach gut. Er funktioniert ziemlich gut. Er kostet nur um die 60, 70 Euro etwa für einen neuen Release. Du kannst das Ding neu auffüllen. Das heißt, es wird quasi nochmal günstiger, falls der wirklich gut gefällt. Und das ist wirklich was, bei dem, das habt ihr auch damals schon im Video gesehen, komplett begeistert, auf der ganzen Linie begeistert war, was dieser Duft macht. Ist haltbarer, intensiver, besser, frischer als das Originale. Nimmt so ein bisschen Muff raus und zumindest bei meiner Version, meine ist uralt, also die alte Armani Code Version, nimmt den Muff raus und gibt dem Duft einfach einen neuen Anstrich, ohne, ich sag mal, die originale DNA zu verwässern. Und das finde ich sehr gut, das möchte ich hier auch nochmal honorieren mit genau diesem dritten Platz. Das ist wirklich ein Duft, bei dem du, wie gesagt, 60 Euro, sage ich mal, in weniger Menge, auch dementsprechend ein bisschen günstiger, extrem viel erwarten kannst. Und viel erwarten kannst du auf jeden Fall auch bei meinem zweiten Platz. Das ist nämlich der Tabak Wild Ride von, naja, Tabak. Tabak ist ein Haus, was normalerweise eher für, ich sag mal, ich habe meinem Vater zum Geburtstag einen Tabakduft geschenkt, ne, weil das ist sein Ein und Alles, er liebt das Zeug irgendwie, was auch okay ist, ne? Aber das ist halt normalerweise was für die Eltern, Großelterngeneration. Die mögen die Sachen, das war damals Luxus, falls man so sagen möchte. Ich weiß noch, 50er, 70er, 80er, da war das einfach Luxus, da war das einfach das, was da war, da konnte man sich das auch leisten irgendwie. Das heißt, so gesehen, der damalige Dior Sauvage oder sowas. Ne? Und die meisten Düfte, die sie machen, sind jetzt nicht so besonders, also sind okay, nur kann man machen, aber ist jetzt nicht so. Ne? Und dieser Tabak Wild Ride hat mich wirklich fasziniert in dem, was er tut und wie gut er ist. Denn es ist ein Creed Aventus Lookalike, sag ich mal. Er ist aber tatsächlich nicht unbedingt wie Creed Aventus, denn er ist nochmal maskuliner, er ist herber und er ist würziger. Und Creed Aventus oder Creed plant ja aktuell auch noch so ein bisschen was mit dem Aventus. Noch nicht offiziell bestätigt, ne? Aber da, ich glaube, da wird ein bisschen was Spannendes passieren. Dieser Tabak Wild Ride ist auf jeden Fall ein Take, bei dem ich sagen muss, das könnte auch so aus Creeds Hand kommen. Ich sag mal, wäre Creed Aventus jetzt ein Unisex-Duft, wäre das hier so die Om oder die männliche Version so. Also es ist krautiger, es ist dunkler, es ist ein bisschen maskuliner. Es hat so ein bisschen, als würdest du irgendwie so dieses Tabak-Original mit Creed Aventus zusammenschütten. Nicht eins zu eins, ne? Aber es hat auf jeden Fall diese Qualitäten und ich finde, das bekommst du hier für einen Preis. Und es kann selbst ich tragen, also es ist jetzt nicht so uralt, sage ich mal, dass man das nicht tragen kann. Was wirklich gut ist, das ist super alltagstragbar. Das ist, ich sag mal, ein gewöhnlicher, moderner, ich sag mal, Chypre-artiger Duft,
der jetzt von der Haltbarkeit nicht unbedingt irgendwie durch die Decke geht oder so. Also ist jetzt irgendwie kein Captain Wii Man Intense oder so, der da irgendwie brüllt und so. Aber ist einfach ein guter Alltagsbegleiter, der quasi auch nichts kostet und deswegen auch hier auf der Liste drauf ist. Wenn du so einen Creed Aventus Lookalike haben möchtest, mit einer leicht besseren Haltbarkeit als der Creed Aventus, mit einer maskulineren DNA, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und das ist auch mein erster Platz, das kann ich hier einfach nicht unerwähnt lassen, das ist nämlich der Sculpture Om von Nikos. Nikos hat mit dem Sculpture Om einen 10-20 Euro Duft geschaffen, es liegt ihn wirklich unfassbar günstig zu haben, der einfach toll ist. Er funktioniert sehr gut, er ist frisch, er ist clean. Ich habe mal so ein bisschen gesagt, als hätte damals Jeremy in so einer Friends-Folge mitgespielt. Also ne, weißer Anzug, 90er, alles ist so ein bisschen verwaschen, ne? Ihr kennt die 90er-Filme und so. So, ne, so riecht Friends, sage ich mal. Und für mich ist es einfach irgendwie, ja, es ist schon 90er irgendwie, ist jetzt aber nicht wirklich ein Vintage-Duft, aber es hat so ein bisschen was Altes, so ein bisschen dieses CK1-ige mit drin, so ein bisschen, ne, ist jedenfalls ein spannender Duft. Ich finde den wirklich sehr empfehlenswert und heute auch immer noch tragbar, gerade für den Preis, was er kostet, wie gesagt, 20 Euro. Du bekommst hier einen Duft, er wird auch häufiger verglichen mit irgendeinem von Bond No. 9, 300 Euro oder sowas und auch von einem von Xerjoff, ich weiß gar nicht welcher, das ist Nio, nee, Nio war es nicht, irgendein Xerjoff-Duft und wenn diese DNAs dem so nahe kommen, kann man ja eigentlich schon nur erwarten, dass der Duft gut ist. Und das ist ja auch wirklich auf Parfumo Bestbewertung. Ich kann den wirklich nur empfehlen, falls du einen frischen aquatischen Alltagsduft suchst, der jetzt eher in so eine Zitrik-Aquatik reingeht, als wirklich in so eine Coolwater-Aquatik. Wirklich toll. Kann ich wirklich empfehlen und habe ich auch die letzte Zeit ab und an wirklich mal getragen. Und das ist auch dementsprechend eine ganz tolle Empfehlung für diejenigen, die genau das suchen. Mich würde jetzt aber mal interessieren, ob du einige Düfte auf der Liste wiedererkennst, auf deiner persönlichen Liste. Schreib mal so ein bisschen gern zusammen, was du denkst, was so deine persönlichen Preis-Leistungs-Sieger sind und ja, was du dazu sagst zu meiner Liste. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.